Das große Thema, und zwar das verbindende Thema dieses Psalms, die Einheit dieses Psalms besteht darin, dass es ein gottgemäßes Leben besingt. Die Grundordnung von Nacht und Tag und Sonnenlauf, die uns geschenkt ist, indem wir, wenn wir uns diesem Rhythmus überlassen, zunächst etwas Gutes ist. Nichts anderes tut die ganze Tagzeitenliturgie der Kirche, als sich diesem Grundrhythmus anvertrauen. Ich habe eben schon Ambrosius zitiert, der sagt, du wärst im Öden einerlei. Ja? Also was wir in den Vesperhymnen, was wir in den Morgenhymnen singen, ja? dass es nach der Nacht wieder Morgen wird, dass es wieder hell wird. Also Ambrosius besingt das in diesem Hymnus ja auch, wenn die Nacht vorbeigeht und die Morgendämmerung kommt und der Hahn kräht, der Dolch des Räubers birgt sich scheu, also der kann in der Nacht besser seine Leute massakrieren, ja, als am Tag. Da hat er Hemmungen, das beim helllichten Tag zu tun. Aber auch derjenige, der die ganze Nacht depressiv ist, schöpft da wieder neue Hoffnung. Ja. Wir kennen das ja, es gibt so manchmal... Ich weiß nicht, ob das eine Altersfrage ist, aber es gibt ja manchmal Nächte, die wir am liebsten nicht erlebt hätten, weil die so lang sind, die scheinbar nie zu Ende gehen wollen und wo wir nicht schlafen können, wo wir uns mit Problemen schlagen, wo wir uns herumwälzen und alles vergrößert sich in der Nacht, alles Schlimme vor allen Dingen, und dann merken wir endlich, es wird morgen. Und dann kommen wir dem auf die Spur, was eine solche beglückende Schöpfungsordnung ist. Also eine Grundordnung. Du ordnest den wechselvollen Lauf der Welt oder den wechselvollen Lauf der Zeit, singen wir auch in Hymnen. Ja. Es gibt keine Einförmigkeit des Lichtes. Also das ist das, was mich an unserer Kirche, sie ist nicht alt, ja, und ist jetzt auch architektonisch überhaupt nicht wertvoll, aber genau das wechselvolle Licht in dieser Kirche, das ist ein einmaliges Erlebnis da drin, ja. Dass wir jetzt morgens sehen, beim Hymnus in den Laudes, kurz nach 6:30, das wird zwar jetzt immer weniger, aber wie heute, wenn es wirklich klarer Himmel ist, dann wird es um 6:40 sieht man langsam, dass die Dämmerung einsetzt. Ja? Oder gestern Abend in der Vesper kommt plötzlich so ein rot-goldenes Licht an den verschiedenen Stellen der Kirche. Ja? Oder selbst jetzt dann heute Abend um 7 Uhr noch sieht man zumindest im Blick des Obergartens, der Lichter, der Fenster und auch in den Fenstern noch, wie die Sonne langsam weggeht und trotzdem einen ganz klaren goldenen Oktobertag hinterlassen hat. Ja. Dass die Kirche und das in ihren Innenraum aufnimmt, ist im Grunde genommen, hat ganz viel mit unserem Psalm zu tun und der Erfahrung, die diesem Psalm hier zugrunde liegt. Also das, was die Tagzeiten eigentlich wollen, diesen wohltuenden Rhythmus der Schöpfung Gottes und was Gott in die Schöpfung gelegt hat, aufzunehmen, in einen Gebetsrhythmus umzusetzen, in diesen einen gottgemäßen Wechsel der Zeit mitzuleben. Und wir sehen natürlich gleichzeitig heute immer die Gefahren, die es ja schon länger gibt, diesem Rhythmus entgegenzuleben. Also wir sagen ja schon mal locker, wir machen die Nacht zum Tage. Oder wenn ich sonntags morgens hierher fahre oder ich muss in die Stadt irgendwo und sehe die letzten Gestalten langsam ihren Heimweg mühsam suchen, weil die Nacht eben lang war und der Sonntag ist dann irgendwann halt woanders. Gut, das hat es wahrscheinlich immer gegeben, ja. Aber es gibt einen natürlich vorgegebenen Rhythmus. Der zweite Punkt. Wenn wir an die christliche Auslegung denken, dann ist klar, wir erkennen Christus in der Schöpfung, wir erkennen ihn in der Sonne und wir erkennen ihn in der Tora, im Gesetz. Also man kann jetzt schon vorweg sagen, das ist ein Christuspsalm schlechthin. Ambrosius sagt das vom ganzen Psalm 119, diesem ganz langen Psalm, ja, mit den 22 Strophen, mit jeweils 8 Versen. Da heißt es immer, die Weisung Gottes, das Gesetz Gottes, die Gebote Gottes, ich habe das jetzt leider nicht präsent, 10 unterschiedliche Worte für die Tora.
Und Ambrosius sagt, wovon der Tora die Rede ist und wo die Tora besungen wird, wird Christus besungen. Das ist für uns eigentlich ein ganz vertrauter Gedanke, den wir uns aber ab und zu noch mal in Erinnerung rufen müssen. Ja? Das erklärt dann auch die Häufigkeit, wo dieser Psalm vorkommt, im Festoffizium, zumindest im Alten. Im Aposteloffizium nicht nur, ihr Ruf geht in alle Welt hinaus, ja, wo das von der Botschaft der Sonne gesagt wird, die ihren Lauf einmal durch den ganzen Kreis von Ost nach West vollendet. Davon waren die, das ist Paulus schon überzeugt von, obwohl damals die Verkündigung des Christentums am Anfang steht. Das wird bis in den letzten Winkel dringen. Aber auch an den Marienfesten. Das ist noch mein eigener Gedanke, auf den ich am Schluss dann nochmal eingehe. Christus ist das Wort Gottes. Christus ist die fleischgewordene Tora Gottes, das Gesetz Gottes. Wie sollten wir sonst etwa bei Matthäus, der sehr im jüdischen Kontext beheimatet und verankert ist, die Bergpredigt verstehen? Das Volk Gottes empfängt am Sinai die Weisung Gottes, die Tora, und das erneuerte Bundesvolk, in dem Jesus seine Jünger um sich sammelt, wie die 12 Stämme Israels, und er setzt sich am Berg und gibt die Bergpredigt. Christus ist das Wort Gottes. Christus ist, wie wir noch letzte Woche beim Propheten Maleachi gehört haben, die Sonne der Gerechtigkeit, die aufgeht und ihren Lauf vollendet. Und so ist dieser Gedanke aus dem zweiten Hochgebet vertraut, aus dem Hippolyttext, der leider ja auch irgendwie so getrennt ist, auseinandergerissen ist in Präfation und Kanonteile, eigentlich seine Einheit, kann man keine Präfation von machen. Ja? Aber wo es dann heißt, du bist gepriesen in den Sohn Jesus Christus, er ist dein Wort, durch ihn hast du alles geschaffen. Da haben wir den direkten Zusammenhang von Schöpfung und Tora. Christus in allem, was geschaffen ist und was der Schöpfung entspricht, begegnet man Christus. Deshalb kann Paulus am Beginn des Römerbriefes sagen, auch die Heiden haben keine Entschuldigung, denn sie können als vernunftbegabte Wesen in den Spuren der Schöpfung die Spuren Gottes und damit die Spuren des Wortes Gottes, das heißt die Spuren Christi, erkennen. Das ist ein ganz kühner Gedanke, der aber wahr ist, weshalb Glaube, und Benedikt XVI. Ist ja, glaube ich, bis zum Ende seiner Tage nicht müde, das zu betonen, vernunftgemäß ist. Weil die Schöpfung vernunftgemäß ist. Weil die Schöpfung eine logische, und jetzt nicht im Sinn von Mathematik oder philosophischer Deduktion, eine logische Grundstruktur hat. Das heißt, eine Grundstruktur von Christus her, eine sinngemäße Grundstruktur hat. Aber daraus ergeben sich sehr wohl dann auch wenn wir darüber jetzt das nicht ventilieren wollen, aber hier liegen die eigentlichen Verwerfungen innerhalb der Christenheit jetzt, inzwischen. Etwa zwischen der EKD und dem Katholizismus, obwohl es bei uns auch schon bröckelt. Indem große Teile der evangelischen Kirche, auch der Landeskirchen, dazu gehören weniger stramme Lutheraner, da gibt es ja innerhalb, wissen Sie, große Unterschiede und auch große Spannungen. Ja? Oder die Evangelikalen gehen da gleich auf den Baum, wenn sie das hören. Und auch zu Recht, ich kann das verstehen. Es ist auch interessant, dass ja immer auch Papst Franziskus da mit den Evangelikalen immer so ein dickes Ding hat. Ja? Aber da gibt es größere Gemeinsamkeiten als zum Beispiel hier, gerade bei uns hier mit der Rheinischen Landeskirche. Hier gibt es Papiere der Rheinischen Landeskirche, von der Synode verabschiedet, die sagen, aus der Offenbarung gibt es eigentlich keine ethischen oder moralischen Ansprüche. Also das ist ein zeitgebundenes Ding hier, ja, das man auch so verstehen, ob das jetzt die Ehe betrifft oder ob das sonst irgendeinen Rhythmus oder irgendeine Grundstruktur. Wir haben aus der Offenbarung eigentlich keine Anhaltspunkte darüber, wie wir uns verhalten sollen. Es ist ein spannendes Statement, ist das. Und da gibt es im Grunde genommen katholischerseits null Gemeinsamkeit. Diesen Weg können wir nicht mitgehen. Also was das schöpfungsgemäße Leben angeht, als beglückende Lebensordnung, die wir dann aber auch annehmen und umsetzen müssen. Er ist dein Wort, durch ihn hast du alles geschaffen.
Wenn Schöpfung und Christus einen tiefen Zusammenhang haben, wenn es zusammengehört, kann man daraus eigentlich nicht aussteigen. Was sagt uns der Johannesprolog am Anfang, wenn vom Logos die Rede ist? Das ist nicht einfach, wir sagen ein Wort, ja, das Wort ist Fleisch geworden. Ja. Das klingt wie frisch aus der Druckerpresse manchmal. Ja. Sondern es meint ja, Logos ist ja mehr als Wort, ist ja Sinn, der ganze Zusammenhang dieser Welt. Ja. Dass man diese Welt überhaupt erst verstehen kann, wenn dieser Sinn dem zugrunde liegt. Und deshalb hat Benedikt XVI. Damals in seiner Ansprache bei seinem Deutschlandbesuch in Berlin im Bundestag ja mit diesem kleinen Coup, mit dem er da die Grünen gelobt, mit dem sie ja gar nicht gerechnet haben, die haben sich ja wochenlang vorher aufgeregt, dass er überhaupt da reden darf. Und dann lobt er ausgerechnet sie, ja, und sagt, ja, das ist ein sehr notwendiger Schritt gewesen, das überhaupt in den Blick zu nehmen, dass wir für die Bewahrung der Schöpfung eintreten. Aber Bewahrung der Schöpfung ist zu wenig, wenn wir nur sagen, es gibt eine Ökologie der Natur. Es gibt auch von der Schöpfungsordnung her, vom christlichen Verständnis, eine Ökologie des Menschen. Und das wackelt allerorten. Denken Sie nur an die, da gehe ich jetzt gar nicht näher drauf ein, an Genderdebatte oder an sonst etwas. Ja. Das sind alles Ideologien, die in keinem Punkt kompatibel sind mit der Schöpfungsordnung. In keinem Punkt. Da gibt es einfach kein. Und wenn man die Geschichte dann dessen kennt, versteht man auch, warum. Das kann man sich rational erklären. Aber Berührungspunkte oder sozusagen, ah, da können wir doch irgendwie andocken und da machen wir noch irgendwie was Schönes draus, das wird es nicht geben. Also hier lässt ja auch Franziskus da in Deutlichkeit überhaupt nichts zu wünschen übrig. Sich auf diese Grundordnung Gottes einzulassen, der Kirchenvater Eusebius sagt ja mal, die Schwester der Unvernunft ist die Unordnung. Ich meine, das müsste man sich irgendwie ich müsste mir das auf alle Türen schreiben. Ja? Es ist ein schönes Wort. Deshalb bestehe ich in der Sakristei hier so auf Ordnung. Ja? Die Schwester der Unvernunft ist die Unordnung. Aber es gelingt mir aber auch nur hier in der Sakristei. Also spätestens beim Schreibtisch zu Hause ist dann auch wieder. Ich fürchte, es kommt nicht zu viel Unvernünftiges heraus hier. Die Väter, um einen Aspekt noch einmal besonders zu betonen, auch wie sie die Psalmen beten und wie sie das Spektrum erweitern, wenn wir manchmal nur historisch fragen, was bedeutet das denn? Also die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Was ist Himmel? Wer ist Himmel? Die Väter wissen natürlich auch, dass das zunächst mal auch diese Naturerfahrung ist, wenn man zum blauen Himmel schaut. Aber schon Origenes, also sehr früh, sagt, die Apostel sind der Himmel. Denn die haben am meisten von Christus an Lehre und Leben aufgenommen. Deshalb sind die auf jeden Fall schon mal der Himmel. Der Apostel Johannes in den Johannesbriefen legt ja großen Wert darauf, wenn wir an den Beginn des ersten Johannesbriefes denken, wir hören das in den Weihnachtstagen immer, was wir gesehen haben, was wir gehört haben, was wir mit unseren Händen betastet haben, das verkünden wir. Also der hat das ewige Wort des Vaters gesehen, darauf besteht er. Und alle, die das tun, die sozusagen sind Himmel. Deshalb sind die Heiligen Himmel. Da sind wir schon sehr schnell und sehr bei dem, was ich eben etwas provozierend gesagt habe, mit dem extra Ecclesiam nulla salus. Im Väterverständnis ist das eine ganz logische Folge hier, ohne dass man da irgendwelche Fußkrämpfe kriegt oder Kopfkrämpfe. Ja. Bis dahin, dass sie sagen, auch Himmel heißt, da gibt es eine Stelle im Johannesevangelium im 12. Kapitel, wo Jesus spricht und dann kommt ein Donner vom Himmel und die Zuhörer deuten das als Stimme des Vaters, die Christus bestätigt. Spricht auch der Himmel. All das ist Himmel, das die Herrlichkeit Gottes verkündet und damit Christus verkündet. Es geht in diesem Ganzen in beiden Teilen. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, das Firmament verkündet das Werk seiner Hände. Ein Tag sagt es, jubelt dem anderen und eine Nacht gibt der anderen die Kunde, um die Verbreitung der Schönheit des Evangeliums, um die Verbreitung der Schönheit der gottgemäßen Ordnung.
nicht nur im Wort, sondern auch in der Schönheit der Schöpfung. Eine wohltuende Ordnung Gottes, die man natürlich dann auch entdecken muss. Und wo ich immer in der Frage bin, lasse ich mich darauf ein oder lehne ich die von vornherein ab? Wie das dann am Schluss auch thematisieren. Wer wird all seiner Fehler gewahr? Vor Vermessenen behüte deinen Knecht, sie sollen nicht über mich herrschen. Also all die Einflüsterungen, die wir heute haben über Ideologien zu sagen, ach hier, die Bibel, zeitgemäßes Dokument. Wir hören das fast in jeder zweiten Predigt. Gestern habe ich auch im Deutschlandfunk diese Predigt gehört zu dem Evangelium, das wir gestern hatten. Das ist so gut gemeint. Ja? Ich kann das nachvollziehen. Und es steht in vielen Kommentaren drin, zu sagen, man darf das nicht, was haben wir früher Predigten gehört? Ich glaube, der war noch nicht so alt, der hat solche Predigten sicher nie gehört. Das ist dann immer auch schon gelogen. Das muss man einfach sagen. Ja? Das ist, wenn man sagt, wir haben früher Predigten gehört, die waren immer die Drohbotschaft und dann heißt, du hast kein hochzeitliches Gewand, also am Hochzeitsmahl teilnehmen, du musst in die Kirche gehen und sowas. Ja? Und wollen wir denn einen solchen Gott, der am Schluss da einen rausschmeißt, nur weil er keinen richtigen Kittel anhat? Und so. Das kann man natürlich alles sagen, aber am Schluss bleibt beim Evangelium nichts übrig. Denn es ist schlichtweg ein Faktum, wenn ich mein Neues Testament aufschlage, steht es hier drin und Jesus erzählt die Geschichte. Punkt um. Und ob da noch irgend so ein Laberkopf aus dem Bistum Aachen sich irgendwo einen Senf zusammenpredigt, das interessiert mich nicht. Ja? Ich schlage mein Neues Testament auf und höre die Stimme Jesu. So. Und das ist zumindest, das gefällt mir nicht immer. Ich wüsste es nicht. Diese Geschichte, wenn ich denke, oh, da sitzt da einer, der ist ja, das ging vielleicht auch anders, ging vielleicht auch schöner. Ja, aber sie geht so. Sie geht halt so und sie steht so im Neuen Testament. Was sollen wir machen? Ich kann mir auch nicht sonntags morgens mich mit der Schere hinsetzen und die Sachen rausoperieren, wo mir jetzt nichts so einfällt oder wo ich mir keinen schönen Reim drauf machen kann. Das ist. Und das gilt hier auch, die Ordnung Gottes anzunehmen, um darin etwas zu finden. Und deshalb ist der Himmel der Apostel und der Heiligen so wichtig. Die haben es gefunden. Also wir sind nicht alleine. Wir stehen nicht vor unlösbaren Aufgaben, beim sechsten Gebot sagen, oh nee, oder ich darf keinen umbringen, gar keinen. Auch nicht so einen kleinen nach dem Essen, gar nicht, darf man nicht. Ach, ich manchmal so Lust zu. Ja, so, nein, aber ja, das geht uns direkt ein. Gehen wir mal die anderen Gebote durch, da werden die Gesichter schon länger. Ja. Diese Ordnung mal anzunehmen, als eine beglückende Ordnung anzunehmen und sagen, man kann darin etwas finden, offenbar. Weil ich bin nicht der Einzige, dem das jetzt vielleicht schwerfällt, aber dann habe ich vielleicht das Beglückende noch gar nicht entdeckt, weil ich viel zu sehr in mir selber verklebt bin und verkrustet bin und noch gar nicht richtig zuhöre, weil der Himmel über mir noch gar nicht aufgegangen ist. Dieser Psalm spielt neben der Verwendung bei den Festen auch hat ein Echo gefunden, ein Echo, das wir bald wieder haben werden. Matthias, jetzt habe ich das gerade in die Orgel geschleppt. Nein, ist egal, du kannst auch diesen grauen, also Antiphonale 3,1, kannst du mir das gerade bringen. Jo, danke. Nee, der blaue. Das ist 3,2, was du da hast. Danke. Da singen wir jetzt in wenigen Wochen wieder. Zum Abend neigt sich schon die Welt, da kommst du wie ein Bräutigam aus dem verschlossenen Gemach der Mutter, die doch Jungfrau ist. Also die Vorstellung, Christus kommt als die Sonne der Gerechtigkeit aus dem Gemach der Jungfrau und nimmt ihren Lauf. Dieser Lauf ist gerade für das Johannesevangelium, da haben wir schon oft drüber gesprochen, so wichtig. Ja? Der am Herzen des Vaters ruht, muss wieder und geht am Ende wieder zum Herzen des Vaters zurück. Und deshalb ist der Jünger, der im Schoß Jesu an seiner Seite ruht, das Idealbild des Jüngers, weil er Jesus nachahmt. Weil wie dieser Jünger am Schoß Jesu, im Schoß Jesu an seiner Seite, an seinem Herzen ruht,
ruht Jesus an der Seite am Herzen Gottes. Und das ist ein Kreislauf, wie die Sonne ihren Kreislauf geht. Und das greift unser Adventhymnus auf. Ja? Zum Abend neigt sich schon die Welt, also es gibt einen Rhythmus von Tag und Nacht. Und dieser Abend der Welt hat etwas Bedrohliches, das steht auf der Kippe. Wie viele Menschen haben heute so ein Gefühl, irgendwas, eine Weltuntergangsstimmung haben viele. Und trotzdem bricht dann noch einmal ein neuer Morgen an über dieser Welt, nämlich der Morgen Christi, den Gott uns schenkt. Wie er uns die Sonne jeden Morgen schenkt, in diesem beglückenden, wohltuenden Rhythmus. Die Sonne, die endgültig über dieser Welt aufgeht. Deshalb ist es so wichtig, sich nach Osten zu orientieren, um auch das nochmal wieder zu sagen. Ich werde auch da nicht müde. Ja, das ist eine Aufnahme des beglückenden Rhythmus. Wir tun das ja wenigstens in den Tageszeiten jetzt schon ein bisschen, indem wir uns. Aber das ist eine gute Übung, ja, dass sozusagen von da wird endgültig auch die Sonne über dieser Welt aufgehen und da wird es keine Nacht mehr geben. Dann ist dieser Rhythmus, der diese Erdenzeit prägt, aufgehoben. Und dieser Hymnus aus dem 8. Jahrhundert, den wir da Conditio Almesiderum, also der Sterneschöpfe, milder Gott, hat wahrscheinlich, das konnte ich heute nicht mehr, das habe ich nicht mehr so schnell gefunden, orientiert sich wahrscheinlich auch wieder, um den zum Abschluss nochmal zu erwähnen, an Ambrosius, diesen Hymnus, den wir dann im hohen Advent singen, den wir ja in dieser deutschen Form, ist uns der ja relativ vertraut, komm du Heiland aller Welt, da fehlt natürlich jetzt die erste Strophe, wir singen die ja immer im hohen Advent, der du Israel leitest, höre, erscheine vor Ephraim, Benjamin und Manasse. Dieses Psalmwort aus Psalm 80, das Ambrosius da aufnimmt. Und dann hat er eben auch diese, das haben wir jetzt nur im Heft, wo auch der gleiche Gedanke da ist, ja? Dass Christus aus dem, das habe ich doch irgendwo gehabt. Ja, das liegt jetzt zu Hause. Das ist schön, da liegt es gut, oder? Nein, ich habe es hier. Also sein Aus... Das ist die sechste Strophe schon. Er trete hervor, also die fünfte Strophe, da heißt es, er trete hervor aus seinem Brautgemach, aus der Königshalle der Scham, der Held von zweifachem Wesen, eifrig seine Bahn zu eilen. Das ist genau ein Zitat aus Psalm 19, ja. Sein Ausgang führt vom Vater, sein Heimgang führt zum Vater, sein Hinweg bis zur Hölle, sein Rückweg zum Thron Gottes. Wir haben hier eine Verschränkung von Schöpfungserleben und dem Verständnis der Tora, dass Christus die Tora ist, der Logos, das Wort Gottes. Wir haben eine Verschränkung dieses alttestamentlichen Verständnisses mit dem johannäischen Verständnis. Dass der Logos die Grundstruktur der ganzen Schöpfung ist, wie das im Johannesprolog, den wir Weihnachten in der dritten Messe wieder hören, uns ausgebreitet wird. Und das ist damit aber nicht genug, sondern der am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Der nimmt seinen Lauf, bis er wieder am Herzen des Vaters ruht. Deshalb sagt er zur Maria Magdalena, halt mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater heimgegangen. Zu meinem Vater und zu eurem Vater. Zu dem Platz, den auch ich euch jetzt bereitet habe. Weil diese Bahn frei ist. Diese Bahn, die Christus gelaufen ist. Und deshalb erkennt man, wenn man ein bisschen diese Hintergründe sich in Erinnerung behält, die tiefe, auch geistliche Einheit dieses Psalms. Der wirklich ein durch und durch ein Christuslied, ein Christushymnus ist. Vom ersten bis zum letzten Wort. Danke.